Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren Tagesbotschaften. Wir schauen die Lenormand-Karten, ich ziehe drei Karten zur Hauptüberschrift und danach ziehe ich natürlich noch zwei Energiekarten. Du darfst jetzt schon mal überlegen, naja, überlegen ist jetzt Quatsch, ihr sollt ja schnell, intuitiv und aus dem Bauch heraus entscheiden, ob ihr dann die erste Karte oder zweite Karte haben möchtet. Also überlegt jetzt nicht, jetzt macht da keine Doktorarbeit draus. Aber ihr könnt ja schon mal am Anfang auch sagen, okay, heute ist es die erste Karte oder morgen bzw. übermorgen ist es die zweite Karte. Na, also das kann man ja im Vorfeld auch schon mal. Auf jeden Fall gelten die Botschaften ab jetzt für 2 Tage. Dann, wenn du das Video schaust, ist das für dich genau dann auch passend bzw. dann ist es auch existent. Okay, dann würde ich sagen, mischen wir mal die Lenormand-Karten hier und freuen uns, wenn die Karten uns nachher 3 wunderschöne Botschaften, 3 tolle Karten bringen. So. Mein obligatorischer Fächer, den ich doch immer so wunderschön mache, oder? Könnt ihr mir mal bitte antworten in dem Moment, wenn ich mit euch hier spreche? Okay, so. Spaß beiseite. Erste Karte. Zweite Karte. Dritte Karte. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Oder haben wir uns. Okay, da haben wir den Park und das Kreuz. Ja, das ist auch eine interessante Kombination. Irgendwas, also ich finde immer ganz toll, also liebe Herren, ich muss anders anfangen, schon, dass ich wieder 5 Sachen gleichzeitig sagen möchte. Liebe Herren, wir sind alle hier die 29, ne? Das seht es mir nach, wenn ich die Lenormand-Karten lege, ich meine, es sind ja immer neue Zuschauer auch dabei, freue ich mich auch, herzlich willkommen. Ihr Männer, ihr seid halt auch immer die Fragestellerin, also münzt es auf euch in dem Sinn um, weil wir alle sind die 29 und natürlich, wenn ihr eine persönliche Legung bei mir bucht, dann seid ihr natürlich auch der Herr. Okay, so, wir sind ganz wichtig, wir zeigen uns das erste Karte und irgendwas im Außen wird jetzt auf uns zukommen. Schicksalhaft. Der Park steht ja fürs Außen, das hat nichts mit Familie zu tun. Das kann mit deinem Arbeitgeber, mit Kunden sein bei Selbstständigen, es kann eine Behörde sein, ne? Es kann Bankversicherung, es kann alles sein, was nicht dein direktes familiäres Umfeld und familiäres Umfeld sage ich natürlich auch oder betitel ich auch die Freunde, weil ihr entscheidet, ob es eure Ursprungsfamilie ist oder ob die Freunde eure Familie sind. Ne? Auf jeden Fall in 2 Tagen wird irgendwas aus dem Außen schicksalhaft kommen. Das könnt ihr gar nicht beeinflussen. Dem könnt ihr auch nicht entgegenwirken. Ich kann euch auch nicht sagen, in welche Richtung es geht. Es wird jetzt wahrscheinlich die Energiekarten, hoffe ich mal, dass die uns ein bisschen Aufschluss gleich zeigen, ne? Weil hier ist wirklich, ne, das Außen halt und schicksalhaft. Irgendetwas kommt schicksalhaft. Ich bin gespannt, was uns die Energiekarten gleich dazu sagen, beziehungsweise ob sie uns einen kleinen Hinweis da geben können. Ansonsten denke ich, werdet ihr wissen, was es dann letztendlich ist, ob ihr eine Nachricht bekommt, ob ihr eine Einladung bekommt oder. Kann so vieles sein. So, dann ziehen wir mal 2 Karten. Die hier nehme ich und nochmal die hier. Und die lege ich natürlich mal wieder weg, die nach oben. Jetzt darfst du aus dem Bauch heraus entscheiden, wenn du noch nicht entschieden hast, ob es die erste oder zweite Karte sein darf heute. Ich nehme jetzt die erste. Fantasie, na schön, jetzt sage ich, wir kriegen Hinweise, jetzt kriegen wir die Fantasie hier. Fantasie, ich erkenne das Kreative in mir und fördere es. Ja, also ich habe ja gerade gesagt, da kriegen wir irgendwelche Hinweise, was das Außen oder was jetzt aus dem Außen Schicksalhaftes auch auf uns zukommen kann. Vielleicht ist das wirklich etwas, dass du eine neue Möglichkeit bekommst, dich weiterzuentwickeln, deine Berufung zu leben, ein neues Hobby zu kreieren. Ne? Das ist jetzt durch die herausfordernde Zeit, vielleicht geht jetzt irgendetwas auch wieder, was erlaubt ist, in eine richtige Richtung und ja, vielleicht konntest du gar nicht dran glauben, dass es jetzt endlich mal wieder nach vorne geht diesbezüglich. Und ich finde es ganz schön, wenn das Außen ist ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ist ja letztendlich nicht Familie und Freunde. Und wenn ich dann sage, ich erkenne das Kreative in mir und fördere es, dann ist das, vielleicht ist es eine Weiterbildung. Vielleicht ist es irgendein Online-Kurs, ne? Den man im Endeffekt absolviert, wo man sich vielleicht nachher irgendwann mal trifft. Vielleicht ist es schulisch irgendwas oder Studium, ne? Oder
was auch immer, ne? Ich glaube, es ist irgendetwas, was nochmal verwirklicht werden sollte bei dir, in dir. Und wo du, ich meine, wir haben ja hier bei den ersten drei Karten, das ist ja so offen, weil aus dem Außen kann so viel schicksalhaft kommen. Aber ist es jetzt in den 2 Tagen auch mal wichtig, drüber nachzudenken? Ne? Was möchte noch gelebt werden? Was ist noch in mir drin, was ich noch nach außen bringen kann? Hier kommt nochmal das Außen auch so aus mir jetzt auch heraus. Was darf ich aus meinem tiefsten Innern, aus meinem Unterbewusstsein noch mal rausholen? Ne? Manchmal begrenzen wir oder grenzen uns auch ein und trauen uns Sachen nicht mehr zu. Aber hier ist es ganz wichtig, die Fantasie, und das ist ja letztendlich, das bist du ja jetzt hier auch in dem Kartenbild so oder so, aber du zeigst dich auch nochmal. Es ist wichtig, dass du nochmal auf deine innere Stimme hörst. Was möchte nochmal gelebt werden? Was möchte vielleicht wirklich Wachstum erfahren? Was möchte einen Neustart auch sozusagen haben? Vielleicht gibt es etwas in dir, was du so lange schon auch erledigen möchtest, kommt mir gerade auch so, aber auch starten möchtest, beginnen möchtest, verändern möchtest. Ne? Und deine Fantasie sollen keine Grenzen gesetzt werden. Du sollst dich selber auch nicht jetzt wegen dem Alter oder wegen Know-how etc. dich da wirklich einschränken. Das kann man alles lernen, wenn man möchte. Ne? Und ich erkenne das Kreative in mir und fördere es. Das ist ganz wichtig, dass man kreativ auch arbeitet für sich, weil so. Ne, wir lassen uns ja inspirieren dadurch auch nochmal. Und wenn wir sowieso kreativ sind, dann haben wir viele Ideen, dann haben wir Impulse. Und jetzt ist aber wichtig, dass es auch dann, vielleicht kriegst du wirklich aus dem Außen da nochmal so einen Hinweis oder du bekommst eine Möglichkeit, dass du das hier leben darfst, ne, was die ganze Zeit auch vielleicht schon gelebt werden wollte. Wichtig ist, dass du nochmal in dich hineinschaust, was da raus möchte. Ne? Was soll der Welt sozusagen auch noch zur Verfügung gestellt werden? Und fördere es und fordere es auch. Ne? Unterdrück es nicht, sondern geh deinen Weg dann auch. Definitiv. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, ich freue mich für dich jetzt mit, wenn es wirklich so ein Thema gibt und du bekommst wirklich aus dem Außen da vielleicht eine Nachricht oder vielleicht durch ein Gespräch mit jemandem bekommst du da nochmal so ein Weiterdenken diesbezüglich. Oder vielleicht auch eine Unterstützung, dass es halt gelebt werden kann und auch darf. Und die zweite Karte, oder haben wir den Zweifel? Zweifel. Ich löse mich von dem Bedürfnis, über alles genau Bescheid zu wissen. Beziehungsweise nein, anders. Ich löse mich von dem Bedürfnis, über alles genau Bescheid wissen zu müssen. Ich bin auch so jemand. Ich muss auch über alles Bescheid wissen. Ne? Ich muss gar nicht überall mitmischen, das meine ich damit nicht, aber ich muss trotzdem alles wissen, gerade so im Job halt auch. Ne? Ja, und das ist auch nochmal, ne? Du zeigst dich hier, ne? Mit dem Schicksalhaften, was aus dem Außen kommen möchte in diesen 2 Tagen. Ne? Irgendeine Inspiration, irgendein Impuls, wie auch immer. Und wenn du irgendwas angeboten bekommst, ne? Dann löse dich von Zweifeln. Vertraue dir mehr. Ne? Vertraue vielleicht auch dem Schicksal hier, dass es gewollt ist. Ich löse mich von dem Bedürfnis, über alles genau Bescheid wissen zu müssen. Ne? Also für mich ist das von zwei Seiten zu betrachten, weil ich versuche, die Karten ja auch immer ein bisschen mit eins fließen zu lassen. Und deswegen denke ich mir, vielleicht kriegst du auch ein Angebot oder eine Möglichkeit, ne? Und die dir aber irgendwie vielleicht auch ein bisschen Angst macht, ne? Und wo du wirklich vielleicht sagst, vielleicht kriegst du wirklich auch ein Jobangebot oder irgendetwas, was du machen darfst und bist wirklich im Zweifel, ob du das überhaupt kannst, ne? Weil da fehlt dir vielleicht noch ein bisschen Input, es fehlt dir. Ja, vielleicht fehlen dir irgendwelche Soft Skills auch, es fehlt dir irgendetwas, also etwas, was dich noch hindert, das zu 100% erledigen zu können. Ne? Und wenn die Karte Zweifel, die Energiekarte Zweifel kommt, dann ist die auch schon bewusst da. Und es ist auch schon, finde ich auch, wichtig, dass man ja immer so Miss oder Mr. Perfect sein muss. Ne? Man kann auch was starten, auch mit erstmal vielleicht weniger Wissen oder weniger, ja, das ist jetzt schwierig, weil es können so viele Themen halt sein, aber irgendwie weniger ja, Möglichkeiten, vielleicht auch finanziell. Man kann vielleicht auch, also wirklich klein anfangen. Man muss nicht immer das große Ganze, also allgemein kommt es jetzt gerade auch so nochmal, man muss nicht immer das große Ganze anstreben. Ne? Man kann auch erstmal die kleinen Schritte machen und dann wird man irgendwann mal auch im großen Ganzen landen, weil man dann viel Know-how gesammelt hat, Erfahrungen. Vielleicht musste man auch mal hinfallen, wieder aufstehen, Krone richten. Ne? Aber wichtig ist, dass man sich von Zweifeln einfach löst, weil Zweifel machen uns auch klein. Ne? Ihr wisst,
Und dafür kennen die meisten mich ja schon. Ich sage natürlich alles realistisch und bodenständig betrachten. Ne? Das ist mir persönlich ganz wichtig, dass ihr das immer macht. Ne? Aber trotzdem, manchmal ist es nicht wichtig, alles zu wissen. Und ich habe euch gerade schon ganz am Anfang gesagt, wo ich die Karte versucht habe zu deuten, zu interpretieren. Ich bin auch so. Ich will auch immer, gerade so früher, auch mit meinen Mitarbeitern, ich wollte immer alles wissen, aber das kann man doch nicht. Als Führungskraft muss man auch mal loslassen. Und das finde ich auch, das hat jetzt auch gar nicht so unbedingt, deswegen sage ich, es gibt so viele Themen hierzu. Ne? Versuch wirklich nicht so perfektionistisch zu sein. Versuch, wenn aus dem Außen irgendwas an dir angeboten wird oder irgendwas kommt oder was auch immer, dann versuch da mal ein bisschen positiver dran zu gehen. Versuch da dran zu gehen, du schaffst das. Sag dir auch immer, du schaffst das, du kannst das. Und wenn, dann informierst du dich. Und manchmal muss man auch nicht. Manchmal kann man einfach auch wirklich erstmal anfangen und nicht im Vorfeld muss man alles 150%ig erstmal eruiert haben, ne? Oder recherchiert haben auch. Ne? Deswegen lass die Zweifel los und nimm es an, was da kommen möchte. Ihr Lieben, ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Tagesbotschaft hier wieder hören. Alles Liebe. Tschüss.